Und weiter geht's mit Let's Play Spellforce 3 in Mulandir. Und Zombies sind da, die Zombies sind los. Ich werde euch beschützen. Ich werde euch beschützen. Oh fuck, ich brauche Mana. Ah, sehr gut. Oh, da merkt man den Stinner-E-Effekt von Irias Stab. Oh, ja. Im Übrigen seht ihr, das habe ich gar nicht erwähnt, ich habe Schadenszahlen mal eingeblendet. Ich finde, das passt dann doch mit dem Let's Play Spellforce, wenn man seine Schadenszahlen sieht. Die muss man erst einstellen, die sind standardmäßig ausgestellt. Da haben wir auch mal ein bisschen Gefühl für den Schaden, den wir machen. Und für die Entwicklung, die wir durchgehen. Ne? Richtig. Alles klar. Nidhalfs Hammer. Ist das nicht unglaublich? Die Gebäude sind fast noch intakt. Allerdings, kaum zu glauben, dass vor uns niemand diesen Ort gefunden hat. Mitten in Iskander. Naja, es wusste halt niemand das Losungswort, beziehungsweise es war niemand der Richtige. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, Rhonda Lakaien hat ja auch schon gesagt, dass irgendwas mit unserer Blutlinie ist. Wahrscheinlich. Also wie ich es ja schon vermutet habe, weil er schon hier die Tür aufgemacht hat. Weil es bei Isgrim nicht funktioniert hat, obwohl es die gleichen Worte waren, bei uns aber schon. Klingt gut. Und jetzt beim nochmal nebenbei spielen ist mir auch aufgefallen, Rhonda Lakaien hat ja auch gesagt, dass irgendwas in uns ist, schon von Grund auf, weshalb auch Aoni uns ja auserwählt hat, wieso das Ganze jetzt so zu uns geht. Also anscheinend ist tatsächlich irgendwas in unserer Blutlinie, was wahrscheinlich bis zu den Formern zurückgehen könnte. Na gut, im Prinzip gehen alle Rassen auf die Former zurück, aber jetzt noch ein bisschen direkter und noch ein bisschen... Oh, der Goblin. Die Ablenkung von dem Goblin ist halt echt Gold wert. Danke, Goblin. Hast du toll gemacht. Können wir nicht noch ein bisschen Fleisch von dir aufsammeln eben? Dann können wir nochmal zurückgehen und schnell machen. Ja. Achtung, ein bisschen weg. Trotzdem wehgetan. Hilfe! Bitte! Nicht diesen... Oh, es tut so weh. Hilfe! Komm, mach's einfach mal. Ich müsste öfters mal die Set der Du gehst jetzt mal weg, das gefällt mir gar nicht. Schneller Zwerg. Wunderbar. Schauen wir uns das mal an. Nicht ohne der Golem. Verstanden. Was ist hier? Kommen wir nicht weiter. Okay. Ja, weiter heilen. Ich habe extra deine Abklingzeit reduziert. Interessant. Gold. 167. Da hin? Gut. Mäus. Verdammte Rüstung. Vor allem. Alles klar. Seht ihr überhaupt, was Isgrim für ein Feuerwerk da macht mit seiner Fähigkeit? Bums, bam, bam. Und was hat er gesagt am Anfang, als wir mit ihm geredet haben? Oh, ja, ich beherrsche so ein paar kleine Zaubertricks, ne, mit Erdform. Ja. Macht ein halbes Erdbeben, ne? So Taschenspielertricks, genau, hat er ja gesagt. In Ordnung. Auf jeden Fall ein schönes Städtchen. Und so viel, was man übersehen kann hier, das ist richtig schlimm. Das ist, diese Stadt ist ziemlich verwinkelt und so viele Orte, wo man nicht hingehen kann, dann doch wieder hingehen. Kann sein, dass immer nur ein Gottstein gleichzeitig aktiviert ist? Nee, dann unten, hä? Hä? Aber... Hatten wir die nicht? Die hatten wir doch aktiviert da unten. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Die stehen ja nah aneinander, aber trotzdem. Heißer Schutz, dann noch diese eine Lanze, dann Gold und... Was? Meister von Leben und Tod, Griff. Questgegenstand. Einer der Teile des über lange Zeit in Vergessenheit geratenen Meisters von Leben und Tod. Ein ausgezeichnetes Mordwerkzeug. Ja, was war eins genau? Was vor vielen Jahren von den Qualaischen Assassinengilde verwendet wurde. Sollte es euch gelingen, den Dolch, ein Dolch, wieder zusammenzuschmieden, wird man euch nicht mehr aufhalten können. Ein Dolch. Erinnert mich glatt an meine allerersten Durchläufe in Spellforce 1, indem ich meinen schweren Krieger hat wirklich schwere Plattenrüstung, riesig fetter Schild und ein Dolch.
Das ist einfach so ein weirder Anblick, aber es war sehr effektiv, weil dadurch halt einfach so eine hohe Angriffsrate hatte und man mit den Schlägen ja oftmals Gegner unterbrechen konnte. Das war nicht ohne. Das war echt nicht schlecht. Und vor allem hat es mir gefallen, dass man mit dem Dolch oftmals im Takt zur Kampfmusik zuschlagen konnte, weil es so schön schnell war. Das waren alles Kriterien, die mich zum Dolch bewegt haben. Es hat zwar total weird ausgeschaut, einen riesig fetten Schild, eine ultra fette Rüstung und dann so ein kleines Dolchchen in der Hand, aber es war durchaus nett. Im Let's Play habe ich ja dann, glaube ich, sogar da, schwere Klingenwaffen noch gemacht. Noch einer dieser Geister. Dieser hier scheint überhaupt nicht zu sprechen. Doch. Irja, bist du taub? Na, sieh mal einer an. Da lang? Aber gut. Ja. Ja, was mein erstes Spellforce Let's Play angeht. Mir ist schon aufgefallen, dass einige jetzt sogar durch Spellforce 3 zu meinem alten Spellforce Let's Play gestoßen sind und sich's durchgucken. Ja, also ich kann mal erwähnen, ich habe ein altes Spellforce 1 Let's Play gemacht, aber ich kann es nur bedingt empfehlen. Nicht wirklich, unbedingt. Die Sache ist die, Spellforce 1, ich habe es einfach zu früh Let's Played. Spellforce 1 war eines meiner ersten Let's Plays. Zum einen natürlich, mein Kommentarstil war damals ganz anders und an sich auch meine Art zu sprechen. Ich war damals einfach das Sprechen am Mikrofon noch nicht gewohnt. Und daher habe ich sehr genuschelt und war ein bisschen unverständlich und an sich nicht, ja, auch weil ich noch nicht wusste, wie man genau spricht, hört sich das Sprechen auch ein bisschen unmotiviert an, weil ich das Maul nicht gescheit aufkrieg, um es mal so zu sagen. Das ist irgendwie traurig. Aber was mich am meisten stört an meinem ersten Spellforce Let's Play, weshalb ich es auch irgendwann nochmal neu machen will, das Spiel ist einfach nicht würdig, so von mir gespielt zu werden. Das fand ich sehr schade. Damals wusste ich noch nicht so recht von der Technik her, wie man das mit dem Audio-Codec macht und der Bearbeitung und allem möglichen. Kurzum, die Audioqualität ist nicht sehr gut von meinem ersten Spellforce Let's Play. Gerade in diesem Spiel, was so einen guten Soundtrack besitzt. Es tut oftmals weh, dass die Tracks so ein bisschen verschandelt sind, weil der Codec nicht richtig ist. Streitkolben, versteckte Lederrüstung. Ich kann ja sowieso mal dieses verstärkte Gambison gucken, ob ich das mal gebrauchen kann. Ich meine, na gut, hier habe ich mehr Fokusreck drin. Das Kettenheim. Gut. Junge. Die hat die versteckte Lederrüstung. Es gibt jetzt zwar kein Fokusreck, aber sie hat ja eben ein bisschen mehr mit der weißen Magie. Oh, verzauberter Gambison der Magie, den können wir ihr geben. Wir könnten den aber auch nutzen. Boah, schaue ich damit aus. Klar, habe ich dann auch weniger Fokusreck. Andererseits, ach ja, warum nicht? Nehmen wir den mal. Könnte man das etwa... Nee, ich wollte schon sagen, kann man das irgendwie reinhauen? Da hätten wir noch ein paar Dolche und so andere Späße, aber ich glaube, das reicht erstmal so, wie wir es haben. Damit bin ich erstmal glücklich. Diesen Helm lasse ich auch mal. Und das kann man auch erstmal so lassen. Ist erstmal wunderbar. Der Haar schaut jetzt aus wie ein bunter Hund. In Ordnung. Ja. Obwohl, es geht eigentlich. Ich meine, das hat sogar ein bisschen... Wieso diese Rüstung zusammen mit dem Helm schaut mir schon glatt ein bisschen nordisch aus. Zumindest klischeehaft nordisch. Aber auf jeden Fall, Spellforce, ja, sowohl eins. Breath of Winter ist schon ein bisschen besser gewesen. Erst mit Shadow of the Phoenix habe ich dann erstmal so meinen heute gewohnten Standard einhalten können. Seht ihr dieses überwucherte Gebäude? Das muss der Nexus sein. Bei Niethalf, er sieht genauso aus wie auf den alten Steintafeln. Er scheint aber von einer Art Barriere geschützt zu sein. Wie kommen wir da durch? Gute Frage. Ich bezweifle, dass uns grobe Gewalt da weiterhelfen wird. Vielleicht... ja, der Geist. Er könnte etwas wissen. Ihr meint... ein Versuch ist's wert. Gut, dann gehen wir zurück. Okay. Vorher noch können wir dann noch restlich erkunden und schauen, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Machen wir noch eine Runde. Ja, die anderen Dinger, die wir aktivieren, die gehen dann... Warte, gehen die weg?
Aber ja, wie gesagt, das ist. Ich muss auf jeden Fall. Wir versuchen es, aber es geht nicht an. Alles klar. Verdammte Rüstung. Da jammert er immer noch. Meine Güte. Wahrscheinlich ist euer Volk aus Weinerlichkeit untergegangen. Ich hab die Lösung gefunden. Aber ja, ihr könnt mir sagen, was ihr von der Idee haltet, Spellforce 1 irgendwann tatsächlich nochmal neu zu Let's Playen, weil ich finde tatsächlich, das ist so eins, was mich noch mit am meisten wurmt. So, dass ich das einfach zu früh Let's Played habe. Einfach, ich hätte noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln sollen, auch was hier die ganzen, was die ganze Hardware außenrum angeht. Also sowohl Hard- als auch Software, als auch Einstellungen. Verstanden. Viele vergessen, was eigentlich in so einem Let's Play alles gehört. Da braucht man erstmal, da muss man sich, wenn man damit anfängt, erstmal ziemlich viel Basiswissen holen, wenn man nicht gerade von dieser Branche ist, was das Ganze mit dem Rendern, mit den Codex, mit den Codierungen, beziehungsweise mit den Bitraten, die man auch haben muss, sowohl für Video als auch Audio, da muss man sich erstmal ziemlich einfuchsen und einlernen. Und vieles passiert auch über Trial and Error. Sicher doch. Vieles lernt man erst durch Sachen, die man falsch gemacht hat. Da Spellforce eines der wichtigsten Spiele meiner Kindheit ist. Sicher doch. Ich muss es einfach nochmal spielen. Ich muss es nochmal Let's Playen. Ich habe auch total Bock, es dann nochmal zu Let's Playen. Beziehungsweise es auch so nochmal zu spielen. Ich muss mich schon zurückhalten, es privat nicht nochmal zu spielen, einfach so. Weil irgendwie brauche ich nochmal dieses frische Erlebnis. Das letzte Mal von Order of Dawn war tatsächlich 2011 bei meinem Let's Play. Und das ist schon einiges an Zeit vergangen. Da habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen frischeres Erlebnis, was das angeht. Wisst ihr was? Wir speichern einfach mal. So, lieber Geist, was gibt's denn? Kommen Sie mal her, Freundchen. Punara Yuganza. Sawa Yetu Kwanlar. Gut, was jetzt, Iskrim? Könnt ihr ihn zu dieser Barriere befragen? Ja. Vursan Deflar. Sawa Yetu Zewan Yaras? Kwan? Van Drax. Vursan Deflar. Punara Yuganza. Zawa Yetu Kanlar. Zanzvu Namyan Kesnai. Devlar. Oh, interessant. Und? Es ist kompliziert. Aber ich glaube, ich verstehe es jetzt. Er ist sozusagen Teil eines Verteidigungsmechanismus. Seine Seele ist an die Stadt gebunden, mit dem Befehl, sie zu beschützen. Und ich glaube, er möchte befreit werden. War es nicht so, dass es hieß, dass er sich unserer Anwesenheit gar nicht wirklich bewusst ist? Warum versteht er uns dann eigentlich und kann antworten? Na gut. Wenn er hier als Wächter eingesetzt ist, warum hat er uns dann noch nicht angegriffen? Wenn er hier ist, um diesen Ort zu beschützen, warum hat er uns dann nicht angegriffen? Gute Frage. Vielleicht ist die Magie, die ihn kontrolliert, innerhalb der Jahrhunderte schwächer geworden. Weiß er, wie die Former starben? Weiß er denn, wie die Former starben? Das ist eines der größten Mysterien, Eos. Ich habe ihn gefragt, aber er zeigte keine Reaktion. Ich glaube, er weiß es, aber sein Verstand ist nicht in der Lage, meine Frage zu verarbeiten. Irgendwie traurig. Vor uns steht eine Quelle unendlichen Wissens, und wir können nicht einmal darauf zugreifen. Quelle des Wissens. Euch ist klar, dass ihr hier mit einem fühlenden Wesen sprecht, oder? Zumindest war er mal eines. Sicherlich. Aber das macht seine Existenz nicht weniger außergewöhnlich. Wenn wir ihn befreien, wird das die Barriere zerstören? Und wenn wir ihn befreien, wird das dann die Barriere zerstören? Ihr alleine nicht. Es gibt drei seiner Art hier in Mulandir. Und wenn wir den Nexus betreten wollen, müssen wir sie wohl alle drei bannen. Und wie? Wie können wir sie befreien? Tja, das ist das Problem. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir ihn bekämpfen und, naja, töten. Das ist der einzige Weg. Verdammt. Das ist so ironisch. Wir sind die ersten fühlenden Wesen seit Jahrtausenden, die diese Stadt betreten. Und jetzt sollen wir Former ermorden. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Außerdem scheinen diese Geister nicht gerade glücklich mit ihrem Zustand zu sein. Ich wäre es zumindest nicht, wenn ich seit Jahrtausenden als lebender Toter dazu verdammt wäre, durch eine verlassene Stadt zu wandern. Ja, vermutlich.
Greifen wir den Geist an oder greifen wir lieber den Geist an? Ich kann mich noch nicht entscheiden. Es tut mir leid. Lass es uns hinter uns bringen. Es tut mir leid. Nun gut, ich meine, es geht Iskrim schon ziemlich zu Herzen. Sag mal einfach, es tut mir leid. Es tut mir leid. Salam Kar! Oh. Cheater an die Wand. Wir haben euch längst gebannt. Komm, du machst mal Facetank in die andere Richtung. Das ist immer eine gute Idee. Rollenspiellehre und so. Ich habe Rollenspiel studiert. Fachrichtung Tank. Rollenspiel studieren gibt es so drei Spezialisierungen. Fachrichtung DD, Heiler und Tank. Ach, oh, das wäre super. Ich wäre sofort dabei. Ich könnte Zombies beschwören, ich könnte bloß sagen, oh, bis jetzt läuft das wunderbar. Oh. Jawohl. Wieso umgekippt? Ah, jetzt können wir bestimmt Gottstein verwenden, oder? Turmschild. Ich glaube, den haben wir schon. Ne? Es gibt da etwas, das ich mich schon seit wir uns kennen frage. Was zum... Etwas hat ihn wiederbelebt. Ey! Na dann. Oh, es ist der Gottstein. Dong. Das wollte ich jetzt wissen. Aber normalerweise werden die Dialoge nochmal fortgeführt, wenn sie unterbrochen werden zwischendrin. Das habe ich mittlerweile auch schon gelernt. So schnell geht das nicht. Will ich den Gottstein vielleicht... Feinde! Kommt, haut mal mit drauf, das soll ein bisschen schneller gehen. Massiert ihn den Rücken. Ja. So, ich glaube, ich muss den Gottstein aktivieren. Was für eine Verschwendung. Sehen wir mal, was er bei sich hat. Ihr macht euren Dialog nicht weiter. Eine Art Scherbe. Moment. Taha, diese Rune, die Lacaine euch gegeben hat. Könntet ihr sie mir nochmal zeigen? Sicher. Interessant. Wartet mal kurz. Diesen Dialog möchte ich dann doch wissen. Wisst ihr was? Wir machen kurz einen Cut und sehen uns gleich an der Stelle nochmal wieder. So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt das erste Mal wieder den Geist umgenutzt. Ich habe zum Glück direkt vorm Dialog gespeichert. Ich habe jetzt das erste Mal den Geist umgenutzt und jetzt machen wir gleich mal das Ding an. Ah, schauen wir. Gut. Was für eine Verschwendung. Der Dialog kommt hoffentlich noch. Ja? Ah, okay. Mehr hat er nicht gesagt. Was ist mit eurem Dialog? Oder kommt der nochmal? Der ist bis jetzt nicht getriggert worden. Na, sieh mal einer an. Da wird jetzt der Dialog starten wegen der Runenscherbe. Mann, dass der aber auch wirklich unterbrochen wurde, nur weil der Geist wiederbelebt wurde. Gut, ich sag mal einfach mal, es kommt wahrscheinlich noch. Interessant. Eine Art Scherbe. Moment. Taha, diese Rune, die Lacaine euch gegeben hat, könntet ihr sie mir nochmal zeigen? Sicher. Interessant. Sie ähneln einander. Was? Wie ist das möglich? Gute Frage. Ich schlage vor, wir sehen uns das Ganze später näher an, wenn wir im Nexus sind. Jetzt kommt. Ich will dieses sinnlose Gemetzel so bald wie möglich hinter mich bringen. Okay, wissen wir da schon mal Bescheid. Aber gute Frage, warum da ein Dialog getriggert ist, der jetzt nicht mehr kommt. Und der am Anfang unterbrochen wurde. Also, egal. Vielleicht hätte ich den Stein nicht so schnell aktivieren müssen. Na, komm. Ich hoffe, das wird einfach noch getriggert irgendwann. Ich finde es schade, ich verpasse ungern Dialoge. Sowas nervt. Vielleicht kommt der noch. Der weiß schon gleich, was abgeht. Mach mal ein großes Bum-Bum, auch wenn das eigentlich... gut. Das ist eigentlich eher Massenvernichtungswaffe als hier gegen Einzelziele. Wir brauchen unsere neue Fähigkeit. Oh. Ah, schauen wir uns das mal an. Schlechter geschwätzter Stab. Na, sieh mal einer an. Noch zwei Geister übrig. Seht nach, ob sie auch eine Rune bei sich. Was zum... Etwas hat ihn wiederbelebt. Der Gottstein. Präge unsere Rune auf den Gottstein. Das könnte die Verbindung trennen. Interessant.
Hm? Es gibt da etwas, das ich mich schon seit wir uns kennen frage. Der Blutbrand kann euch nichts anhaben, da ihr Magie in euch tragt. Das habe ich verstanden. Mann! Warum müsst ihr das... Warum triggert dieser Dialog eigentlich, sobald der Geist wiederbelebt wird? Was ist das bitte? Das würde mich auch mal interessieren. Elends Regen, so schnell geht das nicht. Ich werde euch beschützen. Hilfe! Ich werde euch beschützen. Oh, Hilfe! Das ist wunderbar. So, Gottstein an und gut ist. Gottstein an! Geht doch. Worum geht's? Schauen wir uns das mal an. Noch einer. Ihr dürft den Dialog ruhig weiterführen, Mann. Das Spiel hat es extra schon so gemacht, dass Dialoge, die unterbrochen wurden, dann später weitergeführt werden. Aber bei dem funktioniert das gerade irgendwie nicht. Verstanden. Komm, gehen wir zum nächsten. Doof, 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 doof. Wenn der Dialog jetzt bis zum Ende nicht kommt, der Folge, und jemand kennt ihn und hat ihn doch schon voll erlebt, kann er ihn bitte mal in die Kommentare posten. Ich glaube, es interessiert mich und es interessiert... Ich glaube, es interessiert... Also, es interessiert mich und ich glaube, es interessiert die meisten von euch auch. Hi. Also, da muss ich nicht mal gelehrter sein, um zu wissen, dass das ein Kampf bzw. ein Wutschrei ist. Braucht ihr was? Und er hat uns gerade auf eine Tasse Tee eingeladen. Das ist auch so eine Formersprache. Einfach ein anzubrüllendes Gesicht. Und das ist die Frage, ob ich meinen Tee mit einem Stück Zucker oder zwei will. Gut. Anmachen! Noch eine Seele zu retten. Interessant. Yay. Gut. Warum nicht? Ja? Hab ich da was übersehen? Für die Robe. Ring der Schöpfergilde. Plus 5 Fokus. Das kann gerade Iskrim am meisten gebrauchen. Der hat ja wirklich gerade Probleme mit dem Mana oftmals noch. Gut. Okay, wir geben ihm ja ziemlich gut Intelligenz. Damit hat er wenigstens... Er hat zwar wenig Fokus an sich, aber seine Rec wird ziemlich gut. Und ich meine, mit Gegenständen können wir seinen Max-Fokus auch verbessern. Max-Muster-Fokus, Mann. Da drüben hin? Gut. Hi. Na schön. So, noch ein bisschen Blutregen. Dann noch ein bisschen Buff und... Das sind ziemlich viele Zombies. Ich glaube, die gehören nicht alle mir. Da kannst du jetzt eigentlich mal dein Bum-Bum anmachen, oder? Komm. Wie ist der Plan? Iskrim, warum machst du keinen Bum-Bum? Was ist? Geht's jetzt? Untote. Als wären so Spinnen, hä? Untote, hä? Jawohl. Hol den Staubsauger. So ein Zombie einsaugen. Ein Nodachi. Und noch eine Wohnscheibe. Habt ihr das gehört? Ja, etwas hat sich geändert. Kommt, wir sehen uns die Barriere nochmal an. Juhu, Barrieren. Ja, ansonsten, ich glaube, man konnte es uns nirgendwo mehr her... Ja, ich glaube, da ging es auch nicht weiter. Da kamen wir auch nicht hoch, alles blockiert. Die Gegend ist nur ein Drittel so groß, wie sie scheint. Oder wir kommen hier später irgendwo noch woanders hin. Sicher kann ja auch doch sein, dass es mehrere Levelabschnitte gibt. Einer an. Es hat funktioniert. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass uns die ganze Stadt um die Ohren fliegt. Wir sollten... Moment. Hört ihr das? Nee, half's Hammer. Das tut ja Aua. Xalotep-Konstruktion. Ja, das ist auf jeden Fall ein Former-Golem. Was wir davor bekämpft haben, nicht unbedingt.
Na dann. Obwohl, das andere Ding sah auch schon so ähnlich aus, oder? Das war bloß kleiner. Komm. Halte sie auf. Halte sie in Schach. Von mir aus, indem du mit ihnen Schach spielst. Einfach so. Der Tank fordert einfach ein Former oder zu dem Former Golem zu einem Schachduell raus. Und während die beiden Schach spielen, sind die Damage-Dealer da hinten und prügeln einfach ein. Funktioniert. Wirklich. Müsst ihr mir glauben. Der Former Golem kann der kann bluten. What? Korporal? Ich gehe mal lieber nicht genau drauf ein. Ich sag einfach mal, ja, okay, er kann bluten. Das ist in Ordnung. Los, greift mit A. Aua. Ich glaube, wir sollten face tanken weg von der Gruppe. Gut, macht euch bereit. Sie werden fallen. Ja. Heilung. Die Heilung ist echt noch schwach. Das ist ja sogar schon wieder Herstellung 2, verdammt. In ins Regen. So schnell geht das nicht. Das heißt, die Lösung ist nicht mehr Lebenspunkte, sondern mehr Panzerung beim Zwerg, dass man besser gegenheilen könnte. Das ist schade, nicht ganz, dass er besser gegenheilen weiß. Und mehr Heilungswert auf jeden Fall. Das muss ein Stahlwächter gewesen sein. Eines von vielen Wesen, die die Former geschaffen haben, um ihre Städte sicher zu halten. Ja, ein riesiges, laufendes Stück Stahl mit einem blutigen Morgenstern hat sicher dabei geholfen, die Gemüter der Bürger zu beruhigen. Oh ja. Wie auch immer. Jetzt ist es tot und der Weg ist frei. Finden wir heraus, was sich hinter dieser Türe verbirgt. Das war bestimmt die Bürgerwehr. Das war so schon so ganz, ganz schwachbrüstiges Ding wahrscheinlich. Mit den richtigen Soldaten legen wir uns wohl noch an. Ui, da wäre das. Belebungstrank. Hört den Beitrag eurer maximalen Wiederbelebungsladung. Ladung Nummer 1. Kontinuierlich, also konstant jetzt? Also wirklich dauerhaft? Teil eines Tempelgolems. Dreimal. Können wir uns irgendwann mal irgendwas zusammen... Warum kriegen wir so viele Teile? Können wir uns irgendwann irgendein eigenes Lebewesen zusammenzimmern? So Frankenstein-mäßig. Dass er irgendwie noch so ein paar Worte rausgehabt bekommt. Tötet mich! Weißt du was? Machen wir mal. Das müsste jetzt eigentlich kontinuierlich steigen, oder? Komm. Tu es, tuten. Ja. Okay, wir kriegen tatsächlich kontinuierliche Upgrades. Mhm. Also so, wir kriegen kontinuierlich dauerhafte, permanente Upgrades. Permanent war das Wort, was ich gesucht habe. Okay, wir haben Mulandir durchstreift. Wir haben Former getötet. Wir haben Golems getötet. Ich fühle mich toll. Das kann ich alles in den Lebenslauf schreiben. Sicher doch. Yes. Alles klar. Stell ich mal vor. Nexus oder nicht? Fakt ist, dass von diesem Gebäude eine gewaltige Energie ausgeht. Etwas beunruhigend, um ehrlich zu sein. Also, Taha, wollen wir? Sehen wir uns noch ein bisschen um erstmal. Sehen wir uns erst noch ein bisschen um. Was? Aber... Wir müssen sicherstellen, dass hier draußen alles gesichert ist, falls da drinnen etwas schiefgehen sollte, Iskrim. Es wird nicht lange dauern. Na schön. Mich stört immer noch, dass der Dialog nicht fortgeführt wurde von den beiden. Jetzt ist es zu spät, jetzt kommt dann nichts mehr. Jetzt gehen wir ins nächste Gebiet. Gut, warum nicht? In Ordnung. Ich habe ja schon extra einmal geladen zwischendrin, um das hinzukriegen. Es war trotzdem noch broken. Da geht's hoch. Seht ihr, wir haben was übersehen. Da googelt mal her. Ich war vorhin bei einem... Ah ja, jetzt kam es mir kurz wieder, das ist schon wieder weg. Verdammt, mein Gedächtnis. Na, sieh mal einer an. Also noch ein Gottsteinchen, da kommt, das nehmen wir auch noch mit. Da drüben hin. Hallo, gut. Golem. Tiaras Atem. Go, Gadgetter Golem. Klingt Leute, worum geht's? Ordentliche Positionierung. Ja. Merke, Kämpfer. Ja. Nimmt das denn nie nein, ein nein. Ende? Nein. Guter Plan. Gehen wir es an. Das werdet ihr bereuen. Oh. Nee, Freundchen. Wird schon schief gehen. Bleib. Was heißt, er bleibt stehen? Da bleibt doch stehen die ganze Zeit. Zombies, ich heile euch. Müssen Zombies durch Lebensmagie nicht eigentlich Schaden bekommen? Was ist? Ja? Bisschen so Final Fantasy-Style, ne? Dass tatsächlich Untote durch Heilung Schaden nehmen und durch Wiederbelebungs-Items einfach gewone-hitted werden. Das ist irgendwie... Das hat Stil, muss man sagen. Na, sieh mal einer. Mach ich die Folge ein bisschen länger. Das machen wir einfach so lange, bis wir hier den
alles erkundet haben im Umkreis. Alles klar. War ich nicht noch irgendwas sonst genannt? Ja, irgendwas. Irgendwas wollte ich doch. War ich doch vorhin am Labern. Mann. Weißt du was? Wir speichern einfach nochmal. Einfach so. Weil wir es können. Spiel. Danke. Verdorrt. Interessant. Molandias Bewässerungssysteme reichen wohl nicht bis hier hinauf. Oder Teile davon haben über die Jahrhunderte einfach den Geist aufgegeben. Dass sie überhaupt noch funktionieren, grenzt ohnehin an ein Wunder. Verstanden. Hier gibt's doch noch mehr zu erkunden, als ich dachte. Ach du Heiliger. Alter, jetzt gibt's auch noch so andere. Okay, wisst ihr was? Ich dachte, das ist nur ein bisschen noch, aber ich glaube, das ist tatsächlich noch ein ziemlich großer Abschnitt, den wir ja gucken können, den ich total übersehen hatte. Wunderbar, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und dann erkunden wir hier dann doch beim nächsten Mal weiter.